Die tragischen Ereignisse in Frankreich zeigen, wie wichtig die Integration von Migrantinnen und Migranten ist, weil Parallelgesellschaften zu Spannungen in der Bevölkerung führen. Darum ist auch die Neuausrichtung von der Integrationspolitik auf der schweizerischen Ebene sehr wichtig gewesen. Die hat auch dazu geführt, dass wir im Kanton Zürich ein Integrationsprogramm ausgeschafft haben. Meine Direktion hat im Rahmen dieses Programms mit über 50 Gemeinden Leistungsvereinbarungen machen. Dort werden jetzt neu Migrantinnen und Migranten begrüßt, wenn sie zuziehen. Sie werden in die hiesigen Verhältnisse eingeführt und werden auch entsprechend nach Bedarf Sprachkurse zugewiesen. Ich bin überzeugt, dass hier damit der Grundboden geleitet wird, das Fundament geleitet wird für eine solidarische Gesellschaft, die auch trägt und wo keine Spannungen erzeugt werden.